Heute sage ich euch, was Rezo und sein Video mit dem Grundgesetz und Karl Theodor zu Guttenberg zu tun haben. Als Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Vorsitzende wurde, sagte sie, sie wolle als Generalsekretär jemanden, der den Meinungskampf im Netz professionell managen kann und junge Wähler anlocken kann. Und dann kam Paul Ziemiak. Ja. Was für ein Reinfall Paul Ziemiak ist, hat er jetzt eindrücklich bewiesen, als der YouTuber Rezo sein Zerstörung der CDU-Video veröffentlicht hat. Da dachte man bei der CDU zunächst, ja komm YouTube, das ist doch dieses komische Portal, auf dem sich Doro Bär immer ihre Schminktipps holt. Und dann wurde das Ding, stand jetzt, über 12 Millionen Mal geklickt. Und der YouTuber Rezo meinte es wirklich ernst. Zitat, die Fakten und Tatsachen sprechen einfach dafür, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis zerstört. Bam, das saß. Also überlegte die CDU, was man tun könnte. CDU-Toyboy Philipp Amthor sollte ein Video aufnehmen. Als Antwort quasi tat das auch, es wurde dann aber nicht veröffentlicht. Man weiß bis heute nicht warum. Wahrscheinlicher Grund, AKK hatte den Film persönlich bei ihr um die Ecke im Drogeriemarkt zum Entwickeln gebracht. Und den Abholschein hat sie in ihren Schreibtisch im Konrad-Adenauer-Haus gesteckt und da verbaselt. Es gab so viel Aufregung, ich dachte schon, das Rezo-Video ist das Ibiza-Video der CDU. Nur ohne Red Bull. Also, mindestens hat man bisher nichts Gegenteiliges gehört. Hektisch fragten sich CDU-Leute, warum darf der Bengel das überhaupt posten? Hat man das mit der Urheberrechtsreform nicht ein für alle Mal verhindert, dass das Gesindel da von der Europawahl einfach irgendwas hochlädt? Wo ist denn der Upload-Filter, wenn man ihn mal braucht? Die Rechte an der verkorksten Politik, die Rezo kritisiert, liegen ja wohl immer noch bei der CDU. Stattdessen wurde der halbe YouTube-Kanal der CDU gesperrt, weil die Urheberrechtspartei einfach die Mediatheken von ARD und ZDF geplündert hatte. Ja, das war natürlich keine böse Absicht. Nein, es ist ja verständlich, dass man sich bei den Sendern auch mal bedient, die einem schließlich gehören. Dann wollte die CDU Rezo direkt ansprechen. Die Gremien diskutierten. Wie macht man's? Sollte man eine WhatsApp-Nachricht schreiben, sie ausdrucken und anschließend mit einem Same-Day-Kurier zu ihm nach Hause liefern lassen? Die CDU Mecklenburg-Vorpommern bevorzugte eine Flaschenpost, aber am Ende entschloss man sich doch, einen offenen Brief an Rezo zu schreiben. Ordentlich mit der Schreibmaschine getippt und eingescannt. Das Dokument können Interessierte jetzt online finden, auf einer Alta Vista oder AOL-Seite oder auf Philipp Amthors MySpace-Seite. Gespickt ist das offiziell als PDF-Dokument benannte kleine Pamphlet mit ein paar herablassenden Sätzen wie: Die Währung von YouTubern sind Klickraten, die Währung einer Partei ist Vertrauen. Das ist ein schiefes Bild. Die Währung einer Partei sind Parteispenden. Und da sollte die CDU ihr Know-how wirklich nicht verstecken. Auch AKK, die Unvermeidliche, äußerte sich noch und sagte, am Ende sei man auch noch für die 7 Plagen von Ägypten verantwortlich. Gut, es sind 10 Plagen, von denen da in der Bibel die Rede ist. Oder meint sie die Plagen der Johannesapokalypse, aber die kommt ja erst noch. Egal, in der christlich-demokratischen Union muss man es nicht so genau nehmen mit der Bibel, da hält man sich ja selbst fürs 8. Weltwunder. Getreu dem Andi-Möller-Motto, Heuschrecken oder CDU, Hauptsache Plagen. Und selbst wenn Rezo am Ende des Tages 100 Fehler in seinem Clip nachzuweisen sind, sind das immer noch 900 weniger als in einer durchschnittlichen Rede von Andi Scheuer beim politischen Aschermittwoch. Wenn Karl Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan so viele Fußnoten verwendet hätten wie Rezo, könnten sie beide noch im Amt sein. Und es ist doch erstaunlich, da gucken Millionen junger Leute, von denen man glaubte, man habe sie ein für alle Mal hoffnungslos an die digitale Demenz verloren. Eine Generation, die sich nur noch für irgendwelche Schminktipps, Filter und Selfies bei Instagram interessiert. Diese Millionen dieser Generation gucken plötzlich ein 55 Minuten langes Video, gespickt mit politischem Zorn, Zusammenhängen, Fakten und Zahlen. Irre, oder? 55 Minuten, das ist etwa 550 Mal länger als die Aufmerksamkeit, die man einem durchschnittlichen jungen Menschen heute in einschlägigen CDU-Kreisen zutraut. Und plötzlich sehen Anfang 30-jährige CDU-Leute wie Paul Ziemiak so alt aus, wie das Grundgesetz dieses Jahr wird. Und Rezo, der 26-jährige YouTuber, zeigt, wie man es im 21. Jahrhundert zu neuem Leben erweckt. Eine großartige wissenschaftliche Prüfung von Rezos Thesen findet ihr in diesem Video. Bis zum nächsten Mal.